Jo, Janka hier. Ich wollte euch nochmal schnell was sagen. Und zwar wurde jetzt noch ein weiterer Part von Shogun 2 urheberrechtlich beansprucht. Und ich kann das Let's Play einfach nicht weitermachen, wenn immer was gesperrt wird von diesem Let's Play. Aus dem Grund wird es jetzt abgebrochen, das Let's Play. Stattdessen werde ich das jetzt ein anderes Let's Play machen. Und zwar möchte ich das Splinter Cell, die Splinter Cell Serie möchte ich weitermachen. Also gibt es bald auf dem Kanal Splinter Cell Chaos Theory. Und noch was, ich weiß ja nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber mein Pearl Let's Play kann ich auch nicht mehr fortsetzen, denn mein Save wurde gelöscht, weil ich ein neues Betriebssystem installiert habe. Und da ging der Save verloren, weil die Festplatte kaputt gegangen ist. Ja. Und ich werde jetzt zum Abschluss dieses Let's Plays eine Creepypasta noch erstellen. Und dann ist auch dieses Let's Play beendet. Also, ich werde danach, jetzt da zwei Projekte abgebrochen wurden, werde ich jetzt die zwei ersetzen. Team Fortress 2 wird noch fortgesetzt. Aber Shogun 2 und Pearl, die werden jetzt durch andere ersetzt. Und zwar Shogun 2 wird ersetzt durch Splinter Cell Chaos Theory. Chaos Theory, mein Gott, es ist schwer auszusprechen, diese scheiß amerikanischen Begriffe. Naja, also Shogun 2 wird ersetzt durch Splinter Cell und Pokémon Pearl wird ersetzt durch Pokémon Schwarz 2. Ich hoffe, diese zwei Projekte werde ich nicht abbrechen müssen. No, es kommt jetzt relativ selten vor, dass ich ein Projekt abbrechen muss. Die bisherigen Projekte waren ja. Ah ja, ich habe das Video gerade runtergeladen, weil ich es jetzt dann gleich löschen werde. Die bisherigen Projekte, die ich ja bisher abbrechen musste, waren ja Star Wars: The Force Unleashed und Five Nights at Freddy's. Könnt ihr euch denken, warum ich das abbrechen musste? Wie viele andere auch. musste das auch abbrechen. Aufgrund von, ja, das Spiel ist ein bisschen krass. Und The Force Unleashed muss ich ja abbrechen wegen den vielen Lags, weil mein Betriebssystem schlecht ausgerüstet war. So, wie lösche ich das Video denn jetzt? Ich glaube, ich brauche den Titel, den kopiere ich jetzt erstmal. Kopieren. Ach, ich klicke jetzt einfach drauf. Ja, hatte so viel Potenzial in dieses Let's Play gesehen. Ich wollte es auch auf jeden Fall episch gestalten, ja, so richtig mit Webcam später noch und dann noch dramatische Schlachten. Zum Beispiel, wenn unsere letzte Stadt jetzt belagert worden wäre, würde ich jetzt sagen, ja, würde ich es halt episch gestalten, das ist unsere letzte Hoffnung. Wenn wir verlieren, ist unsere Nation am Ende. So würde ich das halt ungefähr. Ja, so hätte ich es mir vorgestellt, es dann zu kommentieren. Also so als kleines Beispiel. Oder wenn wir diese Schlacht gewinnen, haben wir ganz Japan erobert. Sowas halt so richtig dramatisch wollte ich das dann kommentieren. Aber wenn ständig die Videos gesperrt werden, dann kann ich es nicht machen, das Let's Play. Ich weiß, ich hatte viele Erwartungen in dieses Let's Play. Ich habe das ja angekündigt vor einem Jahr ungefähr. Aber wenn YouTube da rumzickt, hey, dieses Video enthält Musik von. Wie heißt dieser Typ da, damit ich seinen Namen weiß? Jeff van Dyk. Okay, Jeff van Dyk, falls Sie das sehen, Sie sind ein Musikmacher. Ja. Also gut. Ja, ich lösche noch das Video und das heißt dann Ende für dieses Play. Oh Mann. Aber hey, jetzt gibt es neue Let's Plays. Vielleicht ermuntert mich das auch wieder ein bisschen mehr zu produzieren. Also, Pokémon Schwarz 2 und Chaos Theory. Wir sehen uns dann in den jeweiligen Displays. Also macht's gut, euer Janka. Ciao.